Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Videotutorial von der Sonneninsel Jüst. Hier sind 25 Grad, wir haben Mitte Oktober, total krasses Wetter hier. Ich filme hier auf Jüst mit einem Smartphone, ich habe das brandneue iPhone XS dabei und einen Gimbal von Freefly, den Movi. Ich verrate euch heute mal 10 Tipps und Tricks, wie eure Videos einfach besser aussehen. Und los geht's! Nachbearbeitet habe ich das Bildmaterial übrigens in dem Programm Final Cut Pro. Gefilmt habe ich mit der App Filmic Pro und damit kommen wir auch schon zu Tipp Nummer 1, der Einsatz einer speziellen Film-App. Bei Filmic Pro habt ihr den kompletten Einfluss auf alle wichtigen Einstellungswerte, wie zum Beispiel die Bildrate oder den ISO-Wert. Außerdem könnt ihr in der App Filmic Pro die Datenrate nach oben schrauben. Ich habe also mit Filmic Extreme gefilmt und habe dadurch noch mehr Bildinformationen. Eine ausführliche Grundanleitung zur App Filmic Pro gebe ich euch in einem anderen Video in meinem Kanal, das ihr euch auch sehr gerne mal anschauen könnt. Kommen wir zu Tipp Nummer 2. Benutzt einen Gimbal. Die automatische Bildstabilisierung in modernen Smartphones ist zwar schon sehr gut, mit einem Gimbal erreicht ihr einfach professionelle Ergebnisse. Butterweiche Kameraschwenks oder Kamerafahrten, die einfach filmisch aussehen. Ein professioneller Gimbal kostet heutzutage ca. nur noch 100 Euro, also keine große Investition, die sich aber auf jeden Fall lohnt. Damit sehen eure Filme einfach klasse aus. Bei Tipp Nummer 3 geht es etwas um die Bildkomposition. Und zwar geht so nah ran wie möglich ans Motiv. Fill the frame, füllt euren Rahmen, heißt hier die Empfehlung. Nehmt den Betrachter mit, leitet alle Blicke auf das, was ihr eigentlich im Film zeigen wollt, auf das wesentliche Motiv und weckt damit Emotionen. Wenn ihr es nicht schafft, nah ranzugehen, gibt es natürlich alternativ die Möglichkeit, nah ran zu zoomen. Hier verliert ihr aber eventuell etwas Bildqualität. Nächster Tipp, schafft Tiefe in euren Bildern und das macht ihr am besten, indem ihr mit Vorder- und Hintergründen arbeitet. Zum Beispiel im Vordergrund eine Mauer, ein Pfahl oder ein paar Gräser, um die ihr herumfilmt und so langsam auf das eigentliche Motiv im Hintergrund schwenkt. Das erzeugt auf jeden Fall einen räumlichen Effekt und sieht einfach gut aus. Angelehnt an den goldenen Schnitt geht es in dem nächsten Tipp um die sogenannte Drittelregel. Stellt euch zwei waagerechte Linien vor, die das Bild in drei gleichmäßige Abschnitte unterteilen. Positioniert den Horizont nicht mittig, sondern schiebt ihn entweder ein bisschen weiter nach oben oder nach unten, je nachdem, wo ihr den Fokus platzieren wollt. Eure Bilder sehen so einfach spannender und interessanter aus. Die besten Aufnahmen, und damit kommen wir zum nächsten Tipp, macht ihr übrigens in der sogenannten goldenen Stunde. Das ist die Stunde direkt nach Sonnenaufgang bzw. die Stunde vor Sonnenuntergang. Hier sehen einfach alle Bilder klasse aus. Um euer Filmmaterial noch interessanter zu machen, könnt ihr Muster und Wiederholungen gezielt einsetzen. Das können zum Beispiel im architektonischen Bereich Fenster, Türen sein, aber auch mal eine Holztreppe oder naturgegebene Formen. Spielt einfach mal etwas rum und nutzt Muster und Wiederholungen, um euer Filmmaterial etwas aufzulockern. Jüst nennt man auch die Zauberinsel Töverland. Zu Recht. Regel Nummer 8, Dominanz. Hier geht es darum, was ihr genau filmt, bzw. was ihr nicht filmt.
Oftmals gibt es störende Bildelemente, die ihr nicht haben wollt. Zum Beispiel irgendwelche Personen, die am Strand hinter euch herlaufen, vermiesen euch so ein bisschen den Eindruck, als wenn ihr an einem komplett leeren Strand seid. Deswegen richtet einfach die Kamera vielleicht ein bisschen anders aus oder wartet einfach den passenden Moment ab, wo gerade keine störenden Leute durchs Bild rennen oder nicht doch irgendwie der Mülleimer im Vordergrund zu sehen ist. Also eliminiert das in eurem Bild, was ihr nicht benötigt, sondern haltet den Fokus wirklich auf das, was ihr filmen wollt. Weniger ist hier mehr. Regel Nummer 9. Benutzt natürliche Führungslinien, um die Blicke des Betrachters ins Zentrum des Bildes oder auf euer Objekt zu leiten. Natürliche Führungslinien findet man überall, sei es nun ein Weg, der in die Ferne läuft, ein Geländer oder die Bauform eines Gebäudes. Mit Führungslinien könnt ihr wunderbar Tiefe in euren Bildern erzeugen. Der 10. und letzte und gleichzeitig auch einer der wichtigsten Tipps: Nehmt nur eure besten Aufnahmen. Nur ein, zwei schlechte Aufnahmen in eurem gesamten Video können schon den Gesamteindruck eures Films zerstören. Deswegen macht euren Film lieber kürzer, aber dafür nehmt nur eure besten Shots. So, meine Zeit auf Just geht leider schon wieder zu Ende. Ich muss sehen, dass ich die letzte Fähre erwische. Schön, dass ihr dabei wart. Ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Rainer. Bye. Schließen möchte ich dieses Video mit dem Ritual, mit dem jeder Gast diese Insel auf der Fähre verlässt.